Hallihallo und herzlich willkommen bei Bioshock Seebestattung. Ja, wie komisch ist das denn? Da ist es, Bioshock. Ich hab's schon mal, also ich muss kurz mal erklären, ja? Ich mache mein YouTube an, ich komme auf die Startseite und ich sehe vorgeschlagene Videos, Gronkh, Episode 1, Seebestattung, Bioshock Infinite. Ich gucke Schubladentrollen. Gerade online gekommen, Bioshock Infinite Seebestattung. Ich habe dieses Spiel, ich will's Let's Playen, alle anderen Let's Plays, ich will's mir super gerne anschauen, aber ich würde mich damit grandios selber spoilern. Darum muss ich jetzt anfangen, vor allen Dingen wegen der Schubladentrollen. Trollen, ich will das unbedingt bei dir gucken, aber jetzt muss ich erstmal zocken, ja? Also, nicht lange quatschen, es geht jetzt einfach los. Ich klicke auf Inhalte zum Herunterladen, ich hoffe, es ist alles richtig eingestellt. Das wird jetzt einfach ein One-Take und, wir springen einfach fröhlich rein, ja? Ein bisschen was vom Anfang habe ich schon gesehen. Darum steht hier weiter. Aber ich mache einfach ein neues Spiel und dann ist das alles passé. Damit würde Lisa automatisch Speicher. Das darfst du gerne tun. So, normal. Ja. Tja, ab geht er, Peter. Ich bin erstmal raus und wir sehen uns auf der anderen Seite. Oh, ey, ich bin so aufgeregt. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, dass das jetzt auf einmal verfügbar ist. Ich dachte, es dauert noch eine ganze Weile. Aber oh, ich bin gespannt. Ne? We're closed. You don't look the sort who can afford to turn down legitimate work. What do you want? How about we start with a light? Okay, da fängt schon an, das Spiel ist ja auf Englisch. Ich dachte, es wäre auf Deutsch. Vielleicht muss ich das im Steam noch einstellen, keine Ahnung. Ich guck mal nach. Aber jetzt spielen wir es erstmal auf Englisch. Feuer willst du, meine Gute? Tut mir leid, ich muss mich erstmal umschauen, ja? Ich muss erstmal die Atmosphäre aufsaugen. Das geht natürlich gut mit der Zigarette, aber auch gut mit Geld. Okay, gut. Wir berauben uns selbst. Wieso nicht? Reisetasche durchsuchen. Ist da überhaupt noch was drin, so wie der Boden aussieht? Damenschuhe. Ist gleich Geld. Okay. Wie war das mit Frauen sind böse, die Rechnung mit Geld und Zeit und... Ja, egal. Hallo, liebe Frau. Wer bist du denn eigentlich? Und warum hast du kein eigenes Feuerzeug, wenn du Raucher bist? Das ist immer eine ganz schlechte Voraussetzung zum Rauchen. You got a name, miss? Elizabeth. Geht los. You can call me Elizabeth. What can I do for you? There's a girl who needs to be found. Maybe you've seen her. This girl. Was? Nee, die kenn ich nicht. This girl's dead. You know her. You'll see dozens of her type down by the docks or the slums in Apollo Square. Orphans. With Fontaine's charity shut. No place for them. But her you know. As I said, girl's dead. Lost. Look, I don't know where you get... Lost isn't dead. Name your rate, I will pay you for this work. But you'd do this one gratis, wouldn't you? I don't follow. Something tells me you will. Das ist eine andere Elizabeth. Aber wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken. Also am liebsten natürlich bei mir, aber meine Aufnahmequali war damals noch nicht so gut. Also am liebsten eigentlich doch lieber woanders gucken. Oh Mann, ey, ich hab so Bock auf das Spiel. Das gibt's gar nicht. Mach mal mit F die Tür auf, bitte. Ah. No gods or kings, only man. Seems my instincts were correct. Where's Sally? I don't know, but I know someone who does. Follow me. Elizabeth? Rapture! Ha! Dafür ein vernünftiges Rapture, ein sauberes Rapture. Ein Rapture, wo die Menschen noch relativ synchrone Gesichtshälften haben. Und nicht irgendwie so halb geschmolzen aussehen. Ich habe mich überhaupt nicht schlau gemacht über das, was mich jetzt hier erwarten wird. Ich finde mich erstmal damit ab, dass wir jetzt in einem frisch erbauten Rapture stehen, okay? Also wer hier einschaltet in Bioshock bis jetzt noch nicht kennt, der ist echt selber schuld. Nee. Nee, da kann ich auch keine Rücksicht nehmen. Ich zock jetzt weiter. Das müsst ihr selber wissen. Ihr seid alle groß und stark. What I need from her is my business.
Lauf doch mal nicht so weit vor. Wieso ruckelst du denn gerade? Ich muss mal gucken. Reed, was ist los? Ain't you playing the ponies no more? Ah, the Germans are here too. Hello, Mr. German, with a fake English accent, my friend. I'm speaking a very good English fake German accent too, if I want to. But that's very stupid. Hallo, meine schöne Frau. Du hast gesagt, du kennst wen da hier irgendwo? What do you want? An autograph? Vielleicht? Wer bist du denn? Das ist bestimmt nur das Schuhputzmodel. Ihr seid aber langweilig angezogen. Was habt denn ihr da leckeres? Oh, geil. Cool. Ich muss noch ein bisschen nach draußen schauen. Was? Then Einstein would have remained a patent clerk. It's our responsibility to strive. Hear, hear. Hier, hier. Hört, hört. Blödes Gequatsche. Ja, ja, ich gehe ja schon weiter. Ich gehe ja schon. Lass mich doch mal ein bisschen schwärmen. Such a shame. Oh, Boris Becker ist auch wieder da. Hallo. Na, ihr? Nein. Was machst du denn da? Zeitung scheint hier auch nicht so. Naja. Can I help you? Du, ich habe mich voll verlaufen. Ich weiß noch nicht mal so richtig, wo ich bin. Ryan, he's a big fish in an awful small pond, if you ask me. Anything you say, pal. If I was running things, I'd say, why just one city? Why not two, eh? Why not three? Weil's Schweine teuer ist. Vielleicht. Aha, ist das nicht die, die wir suchen? Warum sieht die aus wie so eine Puppe eigentlich? Wir hatten ja auch einen Puppenkopf in der Hand. Ach ja, genau. Das ist richtig gut. Auf Fahndungsplakaten einfach erstmal die Gesichter unkenntlich machen. Huch, was guckst denn du so überrascht? Starrst du mich etwa an? Sehr gut. Und ihr? Kann ich euch euer Geschenk klauen? Nein, kann ich nicht. Geh raus hier. Unspektakulär. Geh mir aus dem... Ey, Schnalle, geh mir aus dem Weg, bitte. Elizabeth, wie wird mir? Dankeschön. Dankeschön. Wir haben uns in dem Spiel ja jetzt gerade eben erst kennengelernt. Ich weiß, du wirst irgendwann, also zumindest war es im ersten Teil, also nicht, also... Ich weiß noch gar nicht, was ich davon halten soll. Tja, da sag ich jetzt mal nichts zu. Warte mal, den habe ich nicht verstanden. Was war jetzt so lustig? Er hat nur ein Hm gemacht. Und du siehst, ist das da drüben deine Schwester? Ja? Wollen wir mal... Beauty fades. The mind is eternal. Tell that to my grandfather. The man thinks he's got feathers in a beak. Vielleicht hat er das ja auch. Nur halt da an der Stelle, wo er es nicht gleich sieht. Just a matter of time before Ryan's goons round up anybody talks bad about him. I mean, just look what happened to Frank Fontaine. Das noch bevor der ganze Krieg losging, ja? Das ist wahrscheinlich noch bevor das Pleißen und so weiter überhaupt entdeckt wurde. Es ist mal wirklich schön und erfrischend, diese Stadt, die man sonst nur so heruntergekommen und scheiße kennt, mal zu sehen, dass das auch eine Zeit lang funktioniert hat. Also, nicht lange anscheinend, aber eine Weilchen. Oh. What happened to these children? What are they? Where have you been? Cabin in Arcadia? Little sisters. Atom factories. It's grotesque. Okay. Red means stop. Green means go. This is the rule all little girls know. Ja, ha? Und später werden sie dann zu Big Sisters. Und dann kriegt man das kalte Kotzen, wenn man eine hört. Weil man weiß genau, jetzt wird dir gleich der Arsch aufgerissen. Hey! Keep moving, buddy. Ja, will ich, aber du hältst mich auf. Was ist los? Warum lässt du mich nicht rein? Ich dachte, wir sind hier in einem freien Land. Oder in einem freien Meer zumindest. Ne, ihr kleinen Creepy Sisters? Wir sehen uns bestimmt noch. Is that why we came to Rapture? I could compromise in Red Hook. We're just men and women, Alan. You hold yourself to that standard, you'll never be. Jeder raucht hier. Das ist der Wahnsinn. In what country is there a place for men like me? Men who refuse to say yes to the doubters and the parasites. Yes, yes, but der Parasit. Ryan takes a vacation. Ja, komm, ziehen wir alle gemeinsam an der Kette der Arbeit und dann wird das schon. Come on, we haven't got all day. Aus den Dingern habe ich mir früher immer mein Essen geklaut. Was ist das? Das sieht neu aus.
Das sind Bildschirme mit Händen. Hä? Ist das eine Art Wettrennen? Nee, was? Little Wonders, das sind... Ach so, ach, die fahren, die bringen... Ach so, das ist die Post, wenn man so will. Post. Oh yeah! What do they even look like under those suits? What do you mean? They're just some kind of machine? Oh, okay, das ist neu, der Move. Seit wann können die ihre Bohrer verschießen? Ich glaube, das wird mir irgendwann tierisch die Beine brechen. Zumindest werden sie versuchen, mir damit die Beine zu brechen. Aha, den Profis bei der Arbeit zu schauen. Das inspiriert. Das ist... Ach, guck mal da an, hoch aus. So, okay, weiter geht's. Dann kann ich mit dir nicht noch ein bisschen reden? But I say, you should have to prove you're properly versed on a topic before you're allowed to vote on it. Otherwise, it's just a knee-jerk response from the uninformed. Does more harm than good. Who would judge that? A system like that invites abuse? Having a benevolent dictatorship takes care of that. Benevolence isn't human nature. Ja. Aber man kann ja auch übermenschlich sein. Oder so. Lea, das ist aber eine Schande. Ich habe gesehen, hier wurde vorher noch was ausgeliefert. Da wurde das wahrscheinlich schon von wem anders geklaut. Cut the tallest flower up there. Do something exceptional. Those parasites resent it, condemn it, or worse yet, take credit for themselves. Nice finally consorting with the equally gentle today. Getting recognized properly, being part of something bigger. Und ich habe gedacht, in Rapture haben nur Nerds und Geeks gewohnt, aber die sehen ja alle richtig schick aus hier. Tja, okay. Was soll denn das da sein? Ach, die amerikanische Flagge. Kein Bock auf Sozialismus, kein Bock auf Kommunismus und kein Bock aufs Christentum. Ich schnapp mir meine quasi Arbeit und gehe da zu dem Leuchtturm. Rapture Tribune, kann ich mir eine mitnehmen? Nein? Oh, schade. Ich interessiere mich gerade sehr für diese Welt. Zumal sie halt noch lebendig ist. Und so ein lebendiges Rapture ist. Cooks a fella from the inside out. Is a damn thing a weapon or an oven? Works with mini rays or microwaves? Oh, I can't remember. All I know is it sounds dreadful. Meint ihr eine Mikrowelle? Ja, tolle Erfindung. Tolle Erfindung. Sollte man einen Hamster reinstecken. Was? Was? Ich will mitlachen. Hamster reinstecken, habe ich gesagt. Grapsch die nicht an. Guckt schon nach. Lassen wir euch mal in Ruhe. Rumturteln. Art, Science, Industry. Aha, Kunst, Wissenschaft und Lust. Ja. Ihr besitzt hier und funny. What? You're not known about the little sisters. How long have you been in Rapture? Let's just say I don't get out much. You've got eyes and ears, don't you? If I wanted to share my life story, Mr. DeWitt, I would write my memoirs. If I learned anything about Rapture, that it was a place where people understood to mind their own business. Okay, es ist Zeit für das Outro. Extra Outro-Screen gebastelt und drüben nur so ein lustiges Video, was jetzt abläuft. Das soll euch quasi den Umstieg erleichtern, falls ihr den ersten Teil doch nicht gesehen habt. Also das Original von Bioshock Infinite doch nicht gesehen habt, ist das ein kleiner Trailer, den ich euch da reingebastelt habe. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr direkt zu meiner Playlist. Aber ich muss euch warnen, die Videoqualität ist nicht die beste. Mein PC war damals noch ein anderer und sehr, sehr, sehr schlecht. Und darum guckt es lieber woanders. Aber wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, könnt ihr es euch trotzdem anschauen. Ist ein sehr, sehr geiles Spiel. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall war das jetzt hier gerade der sanfte Einführungsteil, in dem wir uns erstmal umschauen dürfen, dass wir sind jetzt wieder in Rapture, wir sind nicht in Columbia und Elizabeth ist anscheinend eine richtige Hau-drauf-Braut. Zumindest sieht sie irgendwie ein bisschen verruchter aus als das unschuldige Kind vom Lande. Naja, und wie mache ich denn das jetzt eigentlich? Eigentlich wollte ich das noch gar nicht aufnehmen, erst später, aber ich glaube, ich werde jetzt einfach 3 Folgen jeden Tag rausbringen. Eine Folge Bioshock Infinite, und dann noch 2 Folgen Batman. Wollte gar nicht so viel machen, aber ich mache jetzt einfach so viel. So, ich hoffe, wir sehen uns in irgendeinem anderen Video. Ich bin der Baume, auf Wiederschauen. Und reingehauen. Cheerio!